Damen und Herren, ich glaube, über die Einschätzung des Vorgehens der Deutschen Bahn haben wir uns genügend ausgetauscht und ich glaube, die Meinungen sind dazu auch identisch. Und wenn noch jemand eine Frage hat, warum die Bahn so handelt, dann muss er sich nur den Vorstandsbeschluss angucken, in dem eindeutig drin steht, man will keinen zusätzlichen Konkurrenten. Und wenn das sozusagen das industriepolitische Signal ist, was die Deutsche Bahn als Staatsunternehmen aussendet, dann handelt sie so, wie sie handelt. Und das ist nicht nur ein unmoralisches Angebot, was unterbreitet ist. Es erinnert mich sehr an ein Geschenk der Danea, einfach weil es vergiftet ist, weil es Verantwortung abwälzt und in dem Wissen um eine begrenzte haushaltstechnische und haushaltspolitische Möglichkeit jetzt das Land in die Verantwortung nehmen soll für Schließungsabsichten und Schließungsbeschlüsse, die die Deutsche Bahn getätigt hat. Ich finde, das ist ein Vorgehen, das will ich auch so deutlich sagen, das habe ich in den letzten 20 Jahren noch nicht erlebt. Und es ist einfach nicht zu akzeptieren. Und trotzdem ist es so gekommen. Und insofern, meine Damen und Herren, ich gehe davon aus, wir werden die jetzt zugrunde liegenden Optionen einfach solide prüfen. Das haben wir als Land Brandenburg immer gemacht. Und nach einer soliden Prüfung wird man zu einem Ergebnis kommen, was geht und was nicht geht. Und was gar nicht geht, ist, dass es über den 15. Januar hinaus für 350 Beschäftigte, für eine Region noch weiter Unsicherheiten gibt, was wird. Weil auf das Spiel, was die Deutsche Bahn mit uns ein Jahr lang gemacht hat, auf dieses Spiel können und dürfen wir nicht eingehen. Und ich weiß, dass wir einen breiten Kasten von Instrumenten haben. Das Problem ist nur, wenn Sie keinen Partner haben, der bereit ist, mit Ihnen die Instrumenten einzusetzen, dann ist es kein industriepolitisches Versagen der Landesregierung, sondern ein industrie- und strukturpolitisches Versagen des betreffenden Unternehmens und in diesem Fall der Deutschen Bahn. Meine Damen und Herren, ich hoffe sehr, dass es zügig gelingt, die Optionen miteinander abzuwägen und hier zu Entscheidungen zu kommen. Und ich bin mir sicher, dass hier das Wirtschaftsministerium eine sehr sorgfältige Arbeit leisten wird. Und an dieser Stelle, Herr Hohmeier, lassen Sie mich zum anderen Teil Ihrer Rede auch noch was sagen. Also erstens, der Ministerpräsident hat sich nicht erst nach einem Jahr eingeschaltet, sondern er war sehr, sehr eng in den Gesprächen eingebunden und hat sehr intensiv den ganzen Vorgang begleitet. Dass man nicht alles in die Zeitung schreibt, das wissen Sie doch genauso gut wie ich. Das Zweite ist, ich kann auch keinen industriepolitischen Rückzug von Unternehmen aus dem Land Brandenburg erkennen. Nein, kann ich nicht erkennen. Das kann ich nicht erkennen. Im Gegenteil, wenn sich die Zahlen angucken, wir haben eine solide wirtschaftliche und auch industriepolitische Entwicklung in diesem Land. Und ich finde, auch das ist eines der Grundlagen dafür, dass wir politisch hier im Land Brandenburg handeln und agieren können. Und insofern gehe ich davon aus, dass wir sehr zeitnah das Ergebnis der Prüfung bekommen. Und zweitens, Herr Hohmeier, wir werden uns sicherlich industrie- und strukturpolitisch hier im Land Brandenburg noch des Öfteren politisch miteinander zu tun haben, was ist der beste Weg und vor allen Dingen, wie weit sind wir eigentlich schon gekommen. Und dann darf ich an dieser Stelle nochmal betonen, wir sind ein moderner Industriestaat und ich finde, wir haben alle Voraussetzungen dafür, es auch weiter zu bleiben und zu werden. Danke. Vielen Dank. Wir setzen die Debatte fort. Zu uns spricht die Frau Abgeordnete Schade für die AfD.